Ja, YouTube. Kommen wir erstmal zum Cremaleur. Ne, kommen wir nicht erstmal zum Cremaleur. Da kommen wir nachher dazu. Gell, Chris? Kommen wir zum ersten Part. Wir haben es gestern schon angesprochen im Video. Drehmomentstütze, würde ich sagen. Kameramann, gehen wir gleich rüber zum Auto und dann schauen wir uns das mal am Fahrzeug an. Bis gleich. Ciao. Ja, kommen wir, wie schon gesagt, zur Drehmomentstütze. Die sitzt in dem Fall hier, in dem Fall verbunden, wie schon gesagt, mit dem Träger. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 15er. Da muss ich sagen, übrigens, Kameramann, sieht man mich überhaupt? Ja. Da haben wir 5 Schrauben mit einer 15er Schlüsselweite. Das finde ich sehr gut. Das heißt, euch reicht da eine 15er Nuss, um das hier alles anzulösen. Dann könnt ihr quasi diesen Halter hier rausnehmen und die Drehmomentstütze dann rausziehen. Oder das ist das eigentliche Bauteil. Was das Bauteil macht, da kommen wir gleich dazu. Ich habe schon vorgelöst. Das heißt, ich schraube jetzt einfach die Schrauben mal raus. So, da haben wir die erste. Da haben wir die zweite. Jetzt würde ich sagen, machen wir schön Pause. Ich löse den Rest und dann sind wir gleich wieder dabei. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Jetzt lösen wir noch die nächsten beiden. Die obere, die ist schon gelöst. Dann kann ich den Halter hier komplett runternehmen. Das ist quasi der Halter, der in dem Fall vom Motorblock zur Stütze selber geht. In dem Fall ist der befestigt mit 1, 2, 3 mit 4 Schrauben, 4x 15er Schlüsselweite, wie schon gesagt. Und dann könnt ihr die originale serienmäßige Stütze rausziehen. Wir würden jetzt kurz eine Pause machen und dann kommen wir gleich dazu, was der Unterschied ist. Bis gleich. Ja, kommen wir kurz zum Unterschied. Original Zubehör. In dem Fall hier die verstärkte Variante. Wie die Drehmomentstütze schon sagt, in dem Fall ist es eine Stütze oder ein Halter, der quasi hier in dem Fall eine Bewegung auffängt. Das heißt, wenn man Gas gibt oder vom Gas geht, macht der Motor eine Drehbewegung, mehr oder minder. Und diese Stütze fängt diese Bewegung mehr oder minder ab oder fängt sie sanft ab und leitet sie dann quasi ab, in dem Fall an den Achsträger oder an den Träger. Und hier ist es einfach so, dass die serienmäßige vom Gummi her doch deutlich weicher ist. Das heißt, der Motor hat eine stärkere Wankbewegung wie mit der Zubehörstütze. Hier ist einfach die Gummimischung härter und er hat einfach weniger Möglichkeiten zu arbeiten und wankt nicht ganz so stark. Ist spürbar beim zügigen Anfahren, ist spürbar beim schnellen Schalten. Macht auf jeden Fall Sinn bei dem Fahrzeug, haben wir deutlich gemerkt, weil man spürt es doch schon, dass es serienmäßig, wenn man ein paar Umbauten gemacht hat, dass es doch nicht ganz so gut ist. Kostet, je nachdem was man verbaut, zwischen 100 und 200, 220 Euro. Je nach Marke, ja, kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Einbau geht relativ zügig, wie ihr gesehen habt. Jetzt würde ich sagen, bauen wir das gute Stück ein und dann sehen wir uns gleich am Fahrzeug. Ciao. So, jetzt haben wir hier die neue Stütze. Die Stütze fahren wir hier mehr oder minder einfach ein. Und dann schauen wir einfach, dass wir oben reinkommen. Der nächste Step ist dann der Halter. Kamera, du kannst laufen lassen. Der nächste. Der Halter, wo dran kommt. Der Halter ist, wie schon gesagt, an 4 Punkten verschraubt. Wir haben 4x 15er Schlüsselweite, das habe ich bereits schon mal erwähnt, aber einfach für euch als Hinweis. Das kann im Endeffekt jeder, der eine Hebebühne hat, kann das einbauen. Ja, ihr müsst davor einfach kurz die Unterbodenverkleidung wegmachen. Die hat 2 Clips vorne, links und rechts. Dann sind es 3 Skartorx. Und im Endeffekt zählt er dann schon die Stütze. Jetzt würde ich sagen, ziehen wir ordnungsgemäß alles an und dann hängen wir im Anhang schon 2, 3 Fotos dran, wie es nachher aussieht im fertig eingebauten Zustand und dann geht es ab zur Schaltwerksverkürzung. In dem Fall bis gleich. Ciao.
Ja, so wie ihr jetzt seht, ist die Stütze verbaut. Jetzt noch die Schrauben ordnungsgemäß anziehen. Mit dem passenden Drehmoment, die bekommt ihr bei eurem Vertragshändler. Hier oben links seht ihr noch den Stehbolzen. Da kommen die Leitungen drauf, die ihr hier oben seht. Das ist die Leitung vom Verteilergetriebe. Da einfach hinten den Stecker wieder aufstecken. Auch hier werde ich euch nachher noch kurz ein Foto anhängen. Wir gehen jetzt kurz die Misere reparieren. Wir wollen gerade mal kurz umswitchen. Und zwar haben wir hier die Ultra Leggera HLT. Und hier ist ein kleines, aber feines Missgeschick passiert. In dem Fall war es nicht die Frau, sondern der Kunde selber. Den bringen wir jetzt kurz zu GD Felgentechnik zum Instandsetzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zur Schaltwegsverkürzung einbauen. Bis gleich. Ciao. Ja, kommen wir kurz zur Schaltwegsverkürzung. Kannst du gerade mal herkommen, Edu? Hier haben wir die Originale. Relativ aufwendig, es rauszumachen. Es gibt Videos, bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen nicht so schnell. Hier war der Aufwand relativ groß. Wir haben jetzt einen Dorn genommen zum Klopfen. Da ging es dann, aber wie schon gesagt, wir waren das bestimmt auch eine halbe Stunde beschäftigt. Ja, schauen wir es uns kurz an. Wenn man den drüber legt, dann seht ihr, um wie viel das kürzer ist. Ich bin gespannt, weil er ist schon relativ kurz übersetzt. Das hier soll 60% noch mal kürzer sein. Wird man sehen, wie es ist. Komm gerade mal hier runter, Edu. Seht ihr hier? Hier müsst ihr aufpassen beim Klopfen, wenn ihr mit dem Hammer, mit irgendwelchen Verlängerungen oder was auch immer runtergeht, dass er hier nicht gegenkommt. Was da passiert, ist ganz klar. Da kann es gut sein, dass dann irgendwas defekt geht, sei es Steuergeräte oder irgendwas am Fahrzeug. Ja, jetzt würde ich sagen, bauen wir die neue Schaltwegsverkürzung ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. So, wie ihr sehen könnt, ist die Drehmomentstütze, ich sag schon die Drehmomentstütze, die Schaltwegsverkürzung verbaut. War ein bisschen aufwendig, wie schon erwähnt. Der Splint ging relativ schwierig raus. Die Aventuri ist auch schon wieder eingebaut. Jetzt gleich werden wir testen, wie sich's fährt. Aber vorher werden wir noch kurz die lackierte Felge holen und die lackierte Felge mit dem neuen Reifen aufs Fahrzeug montieren. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung an der Fahrzeugfront und am Fahrzeugheck. Dazu gleich mehr. Bis dann. Ja, jetzt haben wir die Felge zurück. Chris, wie du sehen kannst, picobello, ja. Halbe Tag, Felge ist komplett wieder 1A, also in Stand gesetzt. Neue Reifen ist auch drauf, der Reifen hat hier oben eine Beschädigung an der Karkasse, da hat schon das Gewebe rausgeschaut, das muss definitiv nicht sein, deswegen hat man noch gleich einen neuen Reifen montiert. Die anderen sind eh noch relativ jungfräulich, das heißt, ihr müsst hier jetzt nicht die ganzen vier Reifen tauschen, sondern nur diesen einen. Jetzt noch geschwind die Räder anziehen, nochmal mit dem Drehmoment nachknacken und so lange gehe ich mit euch noch kurz nach vorne. Und zwar haben wir noch ein kleines Gimmick, hatte sich der Kunde gewünscht. So, Chris, wie gewünscht, die neue Kennzeichenhalter. Bei dem Fahrzeug ist es doch so, dass der herkömmliche Kennzeichenhalter, in dem Fall hier, ja, sieht auch ein bisschen klobig aus. So ist es deutlich besser, das Kennzeichen noch montieren. Und dann würde ich sagen, dann machen wir für heute auch Feierabend. Jetzt wünsche ich euch einen schönen, erholsamen Abend und bis bald. Ciao.